Und jetzt das Herzstück, das Porterhaus. Sieht aus wie ein Stück vom Dinosaurier. Naja, Kühe sind relativ schon groß. Ja. Man, was die meisten Leute nicht wissen, ist, wie viel von einer Kuh hier Fleisch man rauskriegt. Så er det blevet tid til en ordentlig bøf. Vi tager til den velrenommerede Brooklyn Beef Club i Berlin i denne udgave af Restauranter i Europa. Schon auch sehr verantwortung, weil das sehr viel Geld dahinter ist. Ja. Das ist 128 Euro das Stück. Oh. Velbekomme. Wie erlebst du dein Publikum, deine Fans? Wie alt sind die? Wie sehen die aus? Oder woher kommen sie? Also die kommen, kann man sagen, überall her, ganz verstreut. Und das Publikum hat gar keine Altersgrenze, gar keinen Altersanfang. Das hat da von 5-Jährigen bis 90-Jährige, die meine Musik gerne hören, von denen ich auch schon gute Feedbacks bekommen habe. Und das macht einen natürlich sehr stolz, wenn man weiß, man kann mit seiner Musik Nationen und Altersschichten miteinander verbinden. Das macht einen schon sehr stolz und es gibt einem mehr Ansporn, weiterzumachen. Es wäre doch schade um uns beide. På kun et år har Peter Michael lagt Tyskland for sine fødder. I år står Danmark for tur, da han debuterer på Danmarks første slagerfestival i Horsens. Mød det unge talent i Schlagerstar. Hvordan det føles at være Andrea Berg, der står der og dirigerer menneskehavet, kan man nok ikke forestille sig. Men vi kan sørge for, at du ved, hvad publikum tænker, når vi viser koncerten mellem himmel og jord. Se med på DK4 i aften.